sollten die Baskets hier wieder treffen. Pipi Raas. War einfach nur schön. Oh, wir sitzen ja wirklich perfekt hier. Man kann das richtig schön sehen. Auf 100 kommt. Das sind so zwei neuralgische Zahlen im Basketball. Du hast es angesprochen. Das gibt auf. Also Pat Elsie, der Aufstiegscoach, wurde entlassen. Dann sollte er erst der Assistenztrainer FC Turan übernehmen, bevor dann doch. Spiel knapp verloren am Ende. Er zeigt aber einfach, dass wenn die Jungs zurückkommen, wir ein Team sind, was in der Pro A. Das ein Basketballspielen gelernt. Hier nächster Ballverlust und da geht schnell für die Koblenzer. Pipiras! Hall, Pelking gegen Courtney Alexander. Und Pipiras! Im 1 gegen 1 Post-Up. Ne, traut er sich nicht, aber Pipiras zieht zum Korb und. Die Oliveira jetzt wieder drauf bei dem Basket für Plus Kota, der kriegt seine Pause. Und Pipiras. Sich nicht fokussiert genug die Entscheidung getroffen wird, ne? Und nicht mit vollem Willen, ich will jetzt dahin passen oder ich will jetzt zum Korb gehen. Ja, Piscota kommt da einfach nicht durch, wird gut verteidigt. Pipiras, der heute ein bisschen hinter seinen Möglichkeiten spielt. Ecke für Pipiras. Pipiras hat heute noch von draußen nicht getroffen, jetzt. Pipiras für Koblenz. Plus Kota mit Trey Hall. Pipiras für drei. Pipiras. Schölund. Aber ja, wenn der rein wäre. Und da einfache Punkte erzielen konnte. Pipiras für drei von draußen. Der jetzt was macht und alle sind halt einfach verunsichert. Und dann wird es schwierig. Für Koblenz. Ah, da war gut. Der Koblenzer. Pipiras mit dem ersten Dreier. Da ist er wieder. Aber muss sagen, seine Entwicklung insgesamt in den letzten Jahren hervorragend. Und der Zugriff in der Defense. Hall für drei. Offensiv-Rebound, Pipiras. Geske für Nelson. Marvin Hecke für Sperber, der für drei. Zu lang, aber Pipiras mit dem Rebound. Martin Decker hier mit Glück noch im Ballbesitz geblieben. Ja, und auch bei Frankfurt wieder das typische Four-Out zu sehen. Mit einem eher schlechten. Da läuft die Sekundenuhr rückwärts, da ist sofort Druck da. Oh, schade. Druck gegen Safa. Oh, starker Pass. Ja, da müssen sich die Baskets jetzt einmal schütteln und wieder in Gang kommen. Ah, schöner Backtop-Pass hier. Huffmans ersten zwei Punkte heute Abend. Ah, Pipiras auch hier wieder mit der Hand dazwischen. Guter Pass für Huffman. Und der legt. Pipiras gegen Don. Da will ich da auch. 4 Sekunden. Ist vielleicht etwas schneller. Und das Abspiel und der Dank. Die Baskets wieder in Ballbesitz. Ja, gut gesehen von Pipiras. Nach der Verletzung von Jones kam er rein für ihn, spielt relativ viel, macht viele sichere Aktionen. Letzte Mal von draußen. Der Rat ist sehr, sehr schlecht. Pipiras. Und das gibt das End One. Schneider.
nimmt schon viel runter. Aber gut, mit Kevin Smith gegen Trey Hall. Und Chappell mit dem Check-Gegenzug, aber Pipirati. David Sloan übernimmt, ausgespielt auf McLean. Er zieht zum Korb, Pipiras. Und dann aber der Pass. Und dann